Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Claudias Cosmic Card News. Mein Name ist Claudia und wir haben jetzt die Sternzeichenlegung für den Januar für das Sternzeichen Waage vor uns. Und ja, ich freue mich, dass du dabei bist. Ich hoffe, dass ich dir ganz, ganz wunderschöne Botschaften mitgeben kann. Und ja, letztendlich, es ist eine allgemeine Legung. Du kannst damit in Resonanz gehen, musst es natürlich nicht. Aber vielleicht kannst du ja ein paar Impulse, die ich hier gebe, mitnehmen und gehst damit in Resonanz. Schauen wir mal, wie es läuft. Also, Sternzeichen Waage. Genau, was wollte ich noch sagen? Falls du Lust hast, in meinen Telegram-Kanal zu kommen, der Einladungslink steht hier auch in der Videobeschreibung. Dort poste ich immer mal wieder aktuelle Tageskarten, Orakelkarten. Und aktuell, gerade jetzt, just hier, wir haben heute den 30. Dezember 2022, bin ich auch noch mitten in den Rauhnachtlegungen. Also da bin ich auch gerade mal mit dieses Jahr tatsächlich aktiv mit dabei. Okay. Ja, die Decks, die ich benutze, findest du auch in der Videobeschreibung. Und jetzt kann es im Grunde losgehen, oder? Ja, also, okay. Machen wir mal hier schön was für den Januar, für die Wagen. Wenn du die Sonne, den Mond, den Aszendent oder die Venus in der Waage hast, herzlich willkommen. Dann bist du hier richtig, natürlich sowieso. Jeder, der hier zuschaut, ist richtig. Vielleicht schaust du ja auch für jemand anders zu. Und nein, ich war noch nicht so weit. Vielleicht schaust du ja auch für jemand anders zu und dann ist das natürlich auch, upsala, genau richtig hier. So, ich muss mich hier noch mal ein bisschen hintüdeln. Was war das denn? Ich bin ja wieder mal gut vorbereitet. So, ganz in Ruhe, Contenance, es geht los. Also, Waage, Sonne, Mond, Aszendent, Venus für den Monat Januar 2023. Was haben wir hier für Energien? Für Tendenzen Waage. Da haben wir die erste. Da haben wir den König der Münzen. Und der König der Münzen ist natürlich eine wunderschöne Karte, abgesehen davon erstmal von dem Bild her. Das sind übrigens im Original alles Ölgemälde, ganz, ganz schön. Und ja, wurden dann halt auf Karten gedruckt. Das mal so kurz als Hintergrund. Der König der Münzen ist natürlich zählt zum Erdelement. Das heißt, da ist eine Stier, Jungfrau, Steinbock-Energie sozusagen dahinter. Der König der Münzen, das ist der, der es geschafft hat. Das ist der, der einen langen Weg zurückgelegt hat, der sich die Sachen so gesehen hart erarbeitet hat, aber jetzt zu einem gewissen Wohlstand, einem gewissen Reichtum gekommen ist und sich im Grunde genommen jetzt auch ausruhen kann und entspannt ist. Also er hat definitiv im Materiellen sozusagen ausgesorgt. Das ist die Energie, die Qualität dieser Karte. Wenn du sagst, ja gut, ich habe jetzt da noch gar nicht so viele Reichtümer, dann wart mal ab, was im Januar passiert. Also möglicherweise geht es da in die Richtung, dass du jetzt gerade aktuell an etwas arbeitest, dass du gerade dabei bist, etwas dir aufzubauen, um dann auch natürlich auch die Früchte deiner Arbeit genießen zu können. Schau mal weiter. Was ist hier im Januar für die Wagen am Start? Waage, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Waage im Januar. Da kommt, also die wursteln sich ja heute komisch raus. Oha, die Welt. Ja, ein Kreislauf ist zu Ende. Ein Zyklus hat sich vollendet und da geht irgendetwas neu los bei dir. Das kann alles Mögliche natürlich sein, was sich für dich vollendet hat. Der König der Münzen hat natürlich auch was von Chef, ne? Das ist ein Chef eines Unternehmens. Das ist der, der bestimmt, wo es lang geht. Im Idealfall ist es natürlich deine Energie, dass du in deinem Leben bestimmst, wo es lang geht und nicht, dass es jemand anders für dich tut. Ich möchte da noch mal weiter gucken. Was gibt es hier noch für die Wagen für den Monat Januar 2023? Waage. Upsala. Tada. Da haben wir die sechs Schwerter. Guck mal. Der Aufbruch zu neuen Ufern. Das ist natürlich sehr spannend im Zusammenhang mit der Welt. Da hat sich wirklich etwas für dich vollendet und es geht jetzt weiter. Vielleicht hat sich sogar der König der Münzen, wenn er für dich eine Person symbolisiert, einen Menschen symbolisiert, der diese
Qualitäten hat, wie er ist ein Chef, er hat sich etwas erarbeitet, wie gesagt, oder er hat einen gewissen Reichtum, er ist sehr wohlhabend. Vielleicht geht es bei dir tatsächlich um einen Menschen mit dieser Qualität oder eben der dieses Sternzeichen, ein Erdzeichen hat, dass sich da etwas vollendet hat und es geht auf zu neuen Ufern. Ich muss da noch mal mehr legen. Das ist wirklich interessant. Vielleicht muss ich auch nachher noch mal eine Klärungskarte ziehen, aber jetzt schauen wir erstmal, wie es hier weitergeht. Also Waage, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. So, was haben wir hier für den Monat Januar? Da haben wir die vier Kelche. Das ist ja auch eine interessante Geschichte. Ja, und warum ist das spannend? Weil die vier Kelche nämlich von einer Art Stillstand sprechen. Also da geht es irgendwie nicht so schnell voran, wie du es vielleicht möchtest. Das kann sein, dass du da ein bisschen beleidigt bist, ein bisschen schmolzt und ein bisschen verdrießlich bist, ein bisschen ungeduldig bist oder ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Also irgendwie so, das ist so eine Schmollkarte. Ich sag mal, das ist meine Schmollkarte. Mir ist gerade noch so jetzt in Bezug auf den König der Münzen was gekommen, dass der hat ja seinen Erfolg nicht einfach so erreicht, sondern der ist wirklich viele kleine Schritte gegangen. Und möglicherweise ist es so, dass du mit den vielen kleinen Schritten, die du bisher gegangen bist, einen Kreislauf vollendet hast. Vielleicht hast du einen Plan gehabt, vielleicht hast du eine Idee gehabt, etwas, was du schon im Umsetzen bist, um letztendlich da zur Vollendung zu kommen. Und die Vollendung ist ja wie so ein Abschluss. Ne? Das ist ja definitiv, da ist Ende, da ist Schluss, da ist vorbei. Und dann geht es auf zu neuen Ufern. Also vielleicht hast du ganz aktiv an dieser Vollendung gearbeitet, in kleinen Schritten, immer geguckt, was ist machbar, was kann ich umsetzen, um dann an diesen Punkt zu kommen. Und dann geht es halt weiter, wo du vielleicht ein bisschen unsicher bist, weil das ist der Aufbruch zu neuen Ufern, aber ein bisschen mit wackeligen Knien. Und ja, vielleicht aufgrund der Unsicherheit, vielleicht hast du so ein bisschen Bammel und oh, das geht jetzt nicht schnell genug voran und wie blöd ist denn das und so weiter und so fort. Das ist also durchaus alles so im Bereich des Möglichen. Ich möchte auf jeden Fall noch mal eine Karte dazu ziehen. Das finde ich jetzt sehr spannend hier. Waage, Sonne, Mond, Aszendent, Venus für den Monat Januar. Die möchte ich heraus, okay. Die acht Stäbe, das ist ja lustig, weil die sagt, also die Dinge gehen schneller als erwartet. Die Dinge sind schon in Bewegung und es kommt möglicherweise schneller als erwartet. Und wenn jetzt nicht wirklich was Dramatisches noch zusätzlich zu dieser Karte in der Legung vorhanden ist, dann ist auch tatsächlich nichts. Dann ist eher was Positives unterwegs oder nicht eher, sondern es ist etwas Positives unterwegs als was Negatives. Also mach dir keine Sorgen, die Dinge laufen. Und auch wenn du jetzt vielleicht gerade den Eindruck hast, da ist so eine Art Stillstand, es stockt oder sonst was, das löst sich ganz schnell auf. Da ist schon ordentlich was in der Mache und vielleicht ist es einfach so, dass du es eben nicht siehst, weil im Hintergrund die Energien sich schon formieren, machen, tun und so weiter, ohne dass du das in deinem sichtbaren Feld schon hast. Auf jeden Fall haben wir hier als zentrale Stelle sozusagen den Aufbruch zu neuen Ufern. Und ich glaube, da geht es wirklich um ganz handfeste Sachen, wirklich um eine ganz dauerhafte, langfristige Angelegenheit. Der König der Münzen, der ist nicht unterwegs, um heute Hü und morgen Hott zu machen, sondern der baut aufeinander auf, der ist für das Machbare, für das Greifbare. Vielleicht geht es bei dir wirklich darum, dir Stabilität und Sicherheit irgendwie zu erarbeiten mit dem, was du gerne möchtest. Also mit dem, nicht was dem, was du möchtest, sondern mit dem, was du tust. Und ja, dann geht es eben darum, dass man eben schaut, dass man nicht achte auf deinen Stimmungspegel. Also es sind die Dinge oftmals unterwegs, nur wir sehen sie nicht unbedingt. Am unteren Kartenrand liegen die neuen Kelche, das ist wunderschön. Die neuen Kelche sprechen von Erfüllung. Da sind schon neun Kelche da. Mehr als 10 Kelche geht nicht, aber 9 sind schon mal eine ganze Menge und 9 Kelche ist wirklich das, was schon letzten Endes vorhanden ist. Die 9 Kelche sagen Feiern, Party, Freude, Erfüllung. Es ist eine ganz, ganz schöne Karte, die eine sehr, sehr reiche, also so eine erfüllte Energie mit sich bringt. Ganz schön.
So, was haben wir hier als unterliegende Energie noch? Wir haben hier die 8 Schwerter. Okay, also da geht es um die eigenen Bedürfnisse. Da geht es um die nicht gelebten Bedürfnisse vor allem. Da geht es um Hemmungen, um Selbstsabotageprogramme. Die 8 Schwerter ist die Karte dessen, das sind nämlich unsere Gedanken, unsere Überzeugungen. Ich lege das mal hier so hin. Unsere Gedanken und unsere Überzeugungen, die uns daran hindern, wirklich in unser volles Potenzial, in unsere Kraft zu kommen. Und das kann hier das sein. Also möglicherweise machst du dir ganz seltsame Gedanken, fühlst dich halt nicht gut, aber immer, wir fühlen uns immer nur deshalb nicht gut, weil es unsere Gedanken sind, die uns da irgendetwas vorgaukeln. Das muss nicht der Wahrheit und der Realität entsprechen, wie es tatsächlich ist, sondern es ist wirklich, sind unsere Gedanken und dann kreist das und dann lösen die aus und lösen aus und lösen aus und lösen aus und schwuppdiwupp sitzen wir in der Ecke, schmollen und sehen nicht, wie uns dieser 4. Kelch gereicht wird und der uns hier irgendwie noch fehlt. Okay, aber es ist alles da, was du brauchst. Du musst dir überhaupt keine Gedanken machen. Es ist wirklich da. Das Einzige, worüber du dir Gedanken machen musst, ist, wie kommst du von deiner Bremse runter? Also vielleicht geht es bei dir auch um Erlauben. Wagen sind natürlich immer sehr auf Harmonie bedacht. Also das heißt, sie versuchen auch gerne, was den anderen Menschen einfach mal recht zu machen und stecken dann selber zurück. Und das ist hiermit auch gemeint. Also es wird Zeit, dass du dein Potenzial wirklich lebst und damit nach vorne gehst. Da ist so viel Reichtum in dir, da ist schon so viel Erfüllung, da ist so viel vorhanden und du hast schon so viel dafür getan und jetzt kannst du den nächsten Schritt auch noch tun. Das ist, glaube ich, mal eine ganz gute Botschaft hier. Also die 8 der Schwerter, ich möchte sie dir gerne tatsächlich, wer diese Karte nicht kennt, möchte ich sie dir gerne hier nochmal in einem klassischen Rider-Waite-Smith-Deck zeigen, denn da wird es noch deutlicher. Die 8 Schwerter mit dem Selbstsabotageprogramm hat nämlich den Hintergrund, dass, tada, gut, schnell gefunden, diese Fesseln, die sie hier um sich herum hat und die Augenbinde, die sind so locker, die kann sie selber letzten Endes einfach mal abstreifen. Aber sie muss es halt selber tun. Und das heißt, es sind immer die nicht gelebten Bedürfnisse, die Selbstsabotageprogramme, die eigenen Gedanken, die einen daran hindern, tatsächlich das zu tun, was man wirklich möchte. So, das sind also die 8 Schwerter. So, und jetzt möchte ich aber mit diesem Deck hier gerne wissen, was ist denn dir nicht bewusst? Was liegt im Verborgenen, wirkt aber dennoch für die Wagen? Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Wisst ihr, Waage, dieser Ausgleich, dieses Harmoniebedürfnis, das ist wirklich schön, das ist total klasse, wenn man natürlich darauf achtet, wie geht es dem anderen und so weiter. Aber wenn man darüber seine eigenen Bedürfnisse permanent stets und ständig zurücksteckt, dann lebt man sich ja gar nicht richtig. Dann ist man nur drauf, guckt man immer nur, was passiert im Außen, wie sind die anderen drauf und so weiter. Und die können das dann auch durchaus mal gerne ausnutzen, weil sie ja wissen, du bist immer da und du gibst immer und du machst immer, du tust immer, du nimmst immer Rücksicht. Und für die ist das dann irgendwann auch selbstverständlich. Und das dürfen wir auch nicht vergessen. Wenn der andere das als selbstverständlich erachtet, dann läuft da irgendetwas wirklich schief. Und dann wird es irgendwann auch schwierig, wenn man zu lange zurücksteckt und zu lange wirklich immer Rücksicht auf andere nimmt. Und wenn man dann plötzlich selber erkennt, ey, stopp mal, das läuft ja irgendwie ganz komisch hier. Und dann plötzlich auftrumpft, dann können die anderen schon mal ganz schön sparsam gucken und dann kommt es auch zu Konflikten. Also hier geht es auch natürlich um authentisch sein. Sei authentisch. Spür in dich rein, was du wirklich willst und dann mach das. Und da müssen die anderen manchmal einfach damit klarkommen. So, ne? Also, jetzt gucken wir mal, was ist hier im Verborgenen, wirkt aber dennoch für die Wagen im Januar 2023. Was ist hier im Verborgenen, wirkt aber dennoch für die Wagen? Oh, nee, so viele nun auch nicht. So, ich nehme die erste Karte, die sich da so hingelegt hatte. Und das ist der Ritter der Kelche. Okay, da ist sehr viel Gefühl unterwegs. Und unterwegs meine ich im wahrsten Sinne des Wortes. Da ist Bewegung, das Pferd steht nicht wirklich still. Aber es geht langsam und beständig und es ist auf jeden Fall in Bewegung. Hinten ist Wasser, ist das Meer zu sehen oder ein See zu sehen. Und da geht es wirklich um Gefühle. Also da geht es um möglicherweise um Romantik, weil der Ritter der Kelche auch für romantische
Stunden, für romantische Zeiten, steht auch für einfach ein wundervolles Miteinander. Also wenn du in einer Partnerschaft bist zum Beispiel, dann sind das romantische Stunden, dann ist das einfach eine schöne Zeit, in der man da miteinander auch sehr verliebt ist und ja, einfach sich wohlfühlt miteinander. Und das ist natürlich eine ganz schöne Qualität. Also diese Herzensqualität ist unterwegs da ist viel Liebe unterwegs, da ist viel, wie soll ich sagen, ja, auch Achtsamkeit, vielleicht doch eben Selbstliebe im Idealfall auch. Ich sage Idealfall, weil letztendlich, wenn du dich nicht selbst liebst, nicht im Sinne von Ego, sondern wirklich deine Essenz, die du in Wahrheit bist, ist ja Liebe. Und wenn du das, dann ist das also ein Erkennen dessen, wer du in Wahrheit bist. Das ist natürlich eine ganz wundervolle Verbindung, die du dann mit dir und deinem höheren Selbst, also alles das komplette Programm Mensch sozusagen mit allem, was da drum und dran hängt, hast. Und das, ja, ist eine sehr, sehr schöne Energie. Also möglicherweise ist es auch so, dass eben für den einen oder anderen tatsächlich ein Ritter ankommt, das sozusagen, das für dich auf dem Programm steht. Und das die Veränderung ist, die da, Moment mal, die jetzt hier schon unterwegs ist, wie gesagt. Weil da oben sind ja die 8 Stäbe, die ja dann sagen, okay, da ist etwas in Bewegung, da kommt etwas. Und das ist auch durchaus möglich, dass alleine schon durch dieses Ding hier hat sich etwas vollendet. Hier hast du den Aufbruch zu neuen Ufern. Hier schmolzt du, weil es nicht schnell genug geht oder weil es nicht so läuft, vielleicht wie du es erwartet hast. Und du weißt nicht so recht, wie es weitergeht. Vielleicht auch ein bisschen gerade resignieren. Vielleicht bist du am Resignieren ein bisschen. Aber es ist in Bewegung. Es ist die Fülle da. Die Hemmungen sind deine eigenen. Und ja, aber der Ritter der Kelche ist schon unterwegs, um dich zu betüdeln. Das klingt doch gut, oder? Also wie auch immer dieser Ritter der Kelche aussehen mag, es kann ein Freund sein, der einfach dir Gutes tun möchte. Es kann sein, dass es wirklich eine wunderbare Möglichkeit von außen auf dich zukommt, die sich einfach so schön anfühlt. Ja, deswegen sind diese Karte spricht halt sehr vom Fühlen. Und da ist etwas unterwegs, was dein Gefühlsleben anspricht, was vielleicht eben auch schneller geht als erwartet. Da müssen wir noch mal eine zweite Karte zu haben. Was ist denn hier im Verborgenen, wirkt aber dennoch? Und ich werde jetzt mal ganz kurz ein bisschen weiter rüber gehen, damit die Karte auch noch besser zu sehen ist. So, also, was ist hier im Verborgenen, wirkt aber dennoch für die Wagen im Monat Januar 2023? Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Hier haben wir der Narr. Ach, guck mal eine an. Der Narr ist natürlich die klassische Karte überhaupt für den Beginn der Heldenreise, nicht wahr? Der Narr, der hier mit leichtem Gepäck unterwegs ist, seinen kleinen Hund da mit sich dabei hat, der ist so niedlich, guck dir das mal an. Ganz, ganz schönes Bild, finde ich. Und ja, und er ist unbedarft. Er hat hier ein Blümchen dabei. Das ist ja auch im klassischen Rider-Waite-Smith-Deck so. Ja, das ist eine Unbeschwertheit. Das ist Freude. Das ist Zuversicht. Das alles wirkt im Verborgenen. Und das alles mit einem, ja, ich würde sagen, einen Neuanfang, der irgendwie komplett offen ist. Es ist sehr interessant. Ich gucke ja auch immer, wie inwiefern die beiden Karten, wenn so Karten nebeneinander liegen, wo gucken die hin und so weiter. Und was ich sehr spannend finde, dass hier Gegensätze sind. Vielleicht hast du momentan das Gefühl, da läuft noch etwas in entgegengesetzte Richtung. Vielleicht ist dir das gar nicht so bewusst. Weil es natürlich auch hier im Unbewussten ist. Aber ein Neuanfang scheint hier auch mit dem Aufbruch zu neuen Ufern, auch für dich, auch mit der Welt, wo sich der Kreislauf vollendet hat, stattzufinden. Ihr Lieben, das ist wirklich, auch wenn die Nuancen unterschiedlich sind, aber irgendwie sind bei allen ganz konkrete Neuanfänge zu verzeichnen, ganz konkret.
Das ist wirklich interessant. Eine Karte hätte ich jetzt gerne bitte noch. Und das auf die abenteuerlichsten Art und Weisen, wenn ich so an die letzten Legungen denke. Jetzt denke ich natürlich aber nur an deine Legung. Also, was haben wir noch im Verborgenen? Wirkt aber dennoch Waage, Sonne, Mond, Aszendent, Venus im Monat Januar. Was liegt im Verborgenen? Wirkt aber dennoch. Ups. Den König der Schwerter. Schon wieder eine Königsenergie. Das ist wirklich interessant. Wir haben hier richtig, richtig hammergroße, kraftvolle Karten. Ist auch interessant, weil wir hier die Welt haben und hier den Narren, ne? Die letzte und die erste Karte im ganzen Tarotdeck. Also von der, nicht vom ganzen Tarotdeck, Entschuldigung, von der großen Arkana. So. Der König der Schwerter. Der König der Schwerter ist ein König der Entscheidungen. Der ist verantwortungsbewusst, der trifft Entscheidungen, steht dazu, ist klar, hat Klarheit, hat Bestimmtheit, sagt, wo der Hase längs läuft. Könnte auch ein bisschen sehr kühl sein, also es ist keine warmherzige Energie, aber das ist ja auch oftmals tatsächlich wichtig, dass wir einen klaren, kühlen Kopf bewahren sozusagen, dass wir, und damit meine ich nicht, dass wir verstandesmäßig, dass wir über den Verstand wirklich uns unsere Entscheidung treffen, sondern dass wir eine innere, absolute Klarheit haben. Und diese Klarheit entsprechend ganz unmissverständlich nach außen transportieren. Also es sieht so aus, als wenn hier etwas, als wenn hier schon was in Bewegung ist. Und das ist dieses hier, wo es um Entscheidungen geht, wo es um einen Neuanfang geht und wo es auch um Gefühle geht. Und zwar um positive, schöne, angenehme Gefühle. Und vielleicht geht es auch darum, dass du dich endlich dann auch, was ich vorhin schon sagte, ich sage jetzt mal endlich, für dich entscheidest und diese Hemmungen, diese Selbstsabotageprogramme mal auflöst. Ach du Heimatland. Ja, da, ich sage das deshalb, weil die Karte kommt irgendwie jetzt gerade dauernd. Die 10 Schwerter, da wird wirklich was mit was Schluss gemacht. Wir haben hier mehrfach. Also so intensiv den Hinweis auf neu, weil hier, wenn hier mit radikal etwas Schluss gemacht wird, und davor haben wir die Transformation hier, die Hebung des wahren Schatzes, die nächsthöhere Bewusstseinsstufe. Das heißt, es kann sein, dass du da wirklich etwas ganz, ganz Krasses, so ganz Wichtiges für dich bewusst geworden ist. Und du ganz, ganz klare Schlussstriche ziehst, weil hier ist Ende Gelände, aus die Maus. Ne? Das ist wirklich ein wirklich kraftvolles, endgültiges Ende. Spannend. Und das ist hier im Zuge von Judgment, von dem Gericht für mich auch ein Indiz dafür, dass es hier um Zustände ging, sozusagen um Situationen ging oder geht bis jetzt, die wirklich, wirklich nicht schön für dich waren oder sind. Okay, damit ist jetzt also Schluss und du machst vielleicht tatsächlich, du hast vielleicht erkannt, dass du diese eigenen Fesseln, die du dir selber angelegt hast, auch wirklich jetzt endlich mal loslässt und abstreifst und in die Erfüllung gehst. Wenn du dann den ganzen Ballast los bist, das ist eine schöne Geschichte, die hier erzählt wird übrigens, finde ich. Wenn du das alles loslässt und alles abstreifst und dann kommt dein wahres Ich mit der absoluten Erfüllung zum Vorschein. Ist wundervoll. Und das spiegelt sich auch in dem Ritter der Kelche wieder und in der klaren Entscheidung und das Ganze, dass das neu wird. Also das ist hier wirklich ein ganz, ganz wunderbares Zusammenspiel. Also da hat sich definitiv ein Kreislauf vollendet und du entscheidest ganz kraftvoll und stark und sagst Nein oder Ja. Also du sagst Nein zu jemand anders, aber sagst Ja zu dir zum Beispiel. Das ist ja. Interessant, 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 kann ich nur sagen. Okay, was haben wir jetzt noch? Jetzt möchte ich gerne noch, upsala, nee, so nicht, aber ich möchte gerne noch eine Karte haben, einen Hinweis, eine Botschaft, einen Tipp, worauf dürfen die Wagen im Januar noch ein bisschen ihr Augenmerk, Tomatenmark, ja, genau. Worin darfst du dein Augenmerk nochmal besonders hinlegen im Januar 2023? Nein, ich denke gerade nicht ans Essen, aber
Keine Ahnung, was das für ein freudscher Versprecher war. Vielleicht war das für dich auch der Hinweis, dass du noch Tomatenmark kaufen musst. Okay, also, kleiner Scherz am Rande. Waage, Sonne, Mond, Aszendent, Venus im Monat Januar. Was ist hier für dich noch eine wichtige Botschaft? Wo solltest du dein Augenmerk hinlegen? Worauf solltest du besonders achten? Auf den Aufbruch. Na, ist denn das die Möglichkeit? Also, das ist der Aufbruch schweren Herzens allerdings. Also, hier haben wir den Aufbruch mit wackeligen Knien und hier haben wir den Aufbruch schweren Herzens. Die dritte Karte ist der Wagen. Das ist der Aufbruch voller Zuversicht. Wäre natürlich schöner, wenn die gekommen wäre. Aber wir haben hier die acht Kelche und die acht Kelche sagen, man geht freiwillig, aber man geht. Und man lässt Dinge hinter sich, die einem einstmals viel bedeutet haben. Also, es kann auch sein, dass du, weil hier der Mond ist, auch noch so ein bisschen unsicher bist und ein bisschen melancholisch unterwegs bist und ja, eben nicht so richtig. Ich weiß, was da auf dich zukommt, aber du hast dann, wenn man in so einer Situation ist, hat derjenige definitiv erkannt, dass es Zeit ist zu gehen. Sonst würde man das nicht tun, denn der Mensch ist nicht so veränderungswillig, aber manchmal ja, ist dann natürlich auch eine Leidensgrenze erreicht und man spürt, genau so geht es nicht weiter. Und dann sind natürlich da trotzdem die Erinnerungen und sind natürlich trotzdem dann die Verbindungen da. Und wenn man die dann hinter sich lässt, kann das dann natürlich schon mal ein bisschen schmerzhaft sein. Kann man ein bisschen traurig werden, was ja völlig okay ist. Und ja, und das finde ich sehr interessant, dass der Narr nämlich genau hier jetzt hinguckt. Und also da geht es, scheint es wirklich in eine noch ungewisse Zukunft zu gehen, aber der Wille zu gehen ist auf jeden Fall da. Und wenn ich das mir nämlich angucke, hier haben wir ja nun im Zentralen den Aufbruch, hier haben wir den Aufbruch, da haben wir den Aufbruch. Ja, was soll ich sagen? Darunter haben wir die 10 Schwerter, hier haben wir die Welt, die was beendet, was ist vollendet. Eine Karte hätte ich da bitte gerne noch. Für die Waagen, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Im Monat Januar, was ist hier für dich noch ein Hinweis, eine Botschaft? Um was geht es hier für dich? Wo solltest du nochmal hinschauen? Aha. Okay, und bei allem, ja, bei aller Melancholie, das Feiern bitte nicht vergessen. Sehr schön, ich bin froh, dass die Karte gekommen ist. Also die drei Kelche, die sagen, hey, es ist geschafft, wir können feiern, wunderbar. Also das ist wirklich eine ganz, ganz schöne Karte. Okay, wir haben jetzt morgen Silvester möglicherweise. Geht es dann auch darum. Aber nee, Spaß beiseite. Also es ist wirklich interessant, du gehst, aber es ist ein positives Gehen. Es ist wahrscheinlich die Nummer mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Das kennen wir ja auch alle. Also insofern behalte dein Augenmerk wirklich drauf, dass du dich verabschiedest, dass du gehst, aber dass du auch mit Freude das Neue in Empfang nimmst und vielleicht mit anderen zusammen. Bist gerade, das kann ja auch sein, dass da andere Menschen noch eine Rolle spielen, weil wir haben hier drei Damen und vielleicht geht es darum, dass du dich in eine neue Richtung mit anderen Menschen bewegst und wirklich die alten Gefilde hinter dir lässt. Okay, dann möchte ich jetzt gerne für den Januar für dich Waage, Sonne, Mond, Aszendent, Venus hier mit dem wunderschönen Deck. Kraft, die liegende 8, Kraft der 8 würde ich immer sagen, die liegende 8. Eine Botschaft bitte für die Waagen, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Was ist hier die Botschaft für die Waagen? Für den Monat Januar. Die Wandlung. Also das finde ich jetzt gerade ganz besonders spannend. Ich erzähle dir auch gleich warum. Denn ich habe heute ist, ich habe ja angefangen mit den Rauhnächten am 21. Dezember und heute ist die 10. Rauhnacht dementsprechend und die 10. Rauhnacht steht für den Oktober. Oktober, Überraschung, ist natürlich auch der Monat für die Waagegeborenen. Und das Motto des Tages oder das Motto für den Oktober ist die Wandlung. Es geht um Veränderung. Und deswegen ist das hier natürlich mega spannend. Dieses ganze Deck strotzt nur so vor Veränderungskarten, Veränderungsenergien. Und jetzt kommt hier auch noch die Karte Wandlung. Ich bin gespannt. Ich bin offen für alle Geschenke des Lebens, die durch die Kraft der Wandlung zu mir kommen wollen. Wow, ich habe jetzt tatsächlich bei keiner einzigen Sternzeichenlegung bisher
das Buch dazu genommen, aber ich mache das jetzt in diesem Fall, weil ich das so unglaublich spannend finde. Und ja, Wandlung. Jetzt werde ich mal lesen, was hier in diesem Buch dazu steht. Ja, das passt ja schon wieder wie A auf E, ne? Okay, also. Diese Karte öffnet neue Türen für dich. Situationen und Beziehungen, die dir auf deiner Lebensreise nicht mehr dienlich sind, dürfen sich nun wandeln. Die liegende Acht schenkt dir diese starke Kraft der Transformation, sodass sich dein Leben neu ausrichten kann. Weil jetzt eine wichtige Wandlung in dir stattfindet, ändert sich deine Wahrnehmung und dein Blick auf deine Lebensumstände wird geschärft. Deine Begleiter aus den feinstofflichen Welten beschenken dich beständig mit Energie und du erhältst genügend Mut und Durchsetzungskraft, um dein Leben in eine neue Richtung zu lenken. Alles kann sich in diesen Tagen wandeln, denn dein gesamtes Lebenshaus wird neu ausgerichtet. Aber sei gewiss, dass nichts ohne dein Einverständnis geschehen wird. Die Energie der Wandlung beinhaltet für dich auch die Neugierde und die Offenheit für einen Neubeginn. Wie aufregend ist es doch, wenn du jetzt die Möglichkeit geboten bekommst, dein Leben neu zu sortieren, es auf ein völlig neues Fundament zu stellen. Dieser Neubeginn ist die große Chance für dich, alles, was du nicht mehr leben möchtest, zu transformieren, dein Leben mit Freude, Fülle, Glück, Zufriedenheit, Liebe, Frieden, Harmonie zu erfüllen. Mit der liegenden Acht wird jeglicher Neuanfang von Harmonie und Balance getragen sein. Es ist eine gesegnete Zeit voller Geschenke von deinen Freunden aus den geistigen Welten. Bewegung kommt in dich und in deinen Alltag. Vertraue den verändernden Energien der Wandlung, denn es geschieht alles nur zu deinem allerhöchsten Wohl. Ich bin gerade tatsächlich ein bisschen sprachlos, was ganz schlecht ist, wenn man so ein Video macht. Vielleicht hast du ja Lust, dir die heutige Rauhnacht mit meinem Kanal mal bei Telegram mal anzuschauen. Du kannst ja auch dann gleich wieder rausgehen, das ist ja gar kein Problem. Aber es ist genau das Thema. Es ist exakt das Thema, was hier angesprochen wird. Und da geht es auch noch drum, wie gehst du mit Wandel um? Wie gehst du mit Veränderungen um? Wie gehst du überhaupt mit Entscheidungen um? Triffst du sie oder lässt du sie treffen? Übernimmst du Verantwortung für das, was in deinem Leben geschieht? Oder bist du es eher gewohnt und konditioniert, dass andere das für dich tun und so weiter? Das ist also, ich kann das natürlich oder ich habe das natürlich nicht en Detail so ganz explizit im Kanal alles auseinandergetüdelt. Das geht gar nicht in dem Rahmen. Aber das sind auf jeden Fall, glaube ich, diverse Denkanstöße und Impulse drin. Und auch mit den Heilsteinen und so weiter, die einen da unterstützen in der Transformation. Und da wäre zum Beispiel der Phantomquarz, der sagt, der unterstützt den Wandel. Warte mal kurz. Ich drücke jetzt echt mal kurz auf Pause. Tada! So, und jetzt habe ich mir mal das Deck nämlich geschnappt. Und die Karten waren unter anderem, hier haben wir Phantomquarz, Embrace Change, umarme den Wandel. Also vielleicht ist das ein Stein, der dich unterstützt. Möglicherweise hast du auch das Bedürfnis, mal ein bisschen mehr über deinen Schatten zu springen, sozusagen deine Ängste zu überwinden. Und da haben wir das Tigerauge zum Beispiel. Also da gibt es, warte mal, den hatte ich, nee, Heal Your Heart, welchen hatte ich noch? Recall Your Dreams, genau, der war auch mit dabei, weil es geht, oder war der gestern? Oh, also doch, da geht es nämlich darum, dass du deine Träume erinnerst und Entscheidungen fällst, make a decision, loslassen, let it go. Also wenn du Lust hast, wie gesagt, fühl dich herzlich eingeladen, dir mal die Rauhnacht, die 10. Rauhnacht in meinem Telegram-Kanal anzuschauen. Wie gesagt, Einladungslink findest du unten in der Videobeschreibung. Unglaublich, oder? Also ich bin gerade wirklich auch ein bisschen sehr, ein bisschen stark oder ein bisschen, lass mal ein bisschen weg, ich bin echt begeistert. So, jetzt fehlt noch eine einzige Karte, obwohl ich natürlich jetzt hier hätte Schluss machen können, aber ich möchte einfach auch dir noch eine Karte aus dem Deck im Einklang mit dem Universum hier ziehen. Waage, Sonne, Mond, Aszendent, Venus für den Monat Januar. So. Ursache und Wirkung. Das ist ja, ich freue mich immer, wenn die Karte kommt.
weil die an der Basis ist. Die ist wirklich so an der Wurzel. Eine Ursache ist ja auch eine Wurzel. Und jetzt schauen wir mal. Also, das Prinzip von Ursache und Wirkung. Warte mal, ich packe das, glaube ich, mal so, dann kannst du es mitlesen. Das Prinzip von Ursache und Wirkung besagt, dass allem, was geschieht, eine Ursache vorausgegangen ist. Nichts geschieht umsonst, alles hat seine Berechtigung. Du bist die Ursache für dein Leben, denn du selbst formst es aus und gestaltest es. Alles kehrt zu mir zurück. Ich bemühe mich, niemanden zu verletzen, unbedacht zu handeln und zu denken. Ich bin mir der Auswirkungen von Fürsorge und Menschlichkeit bewusst und optimiere meine Gewohnheiten und mein Verhalten. Das heißt nicht, dass das Rücksicht nehmen oder immer nur auf andere achten und sich selbst dabei vergessen, der Weg ist. Ganz im Gegenteil. Natürlich bist du dafür verantwortlich, was du tust, was du sagst, wie du denkst und so weiter. Das ist alles deins. Was der andere dann damit macht, ist sein Bier. Du kannst ja zum Beispiel zu jemandem etwas sehr Nettes sagen, aber weil bei dem eine Perspektive ist, die das nicht nett auffasst, weil bei ihm etwas getriggert wird, dann kann es sein, dass der andere, obwohl du sehr nett warst, sehr pampig reagiert. Also siehst du, das liegt nicht in deiner Hand. Du selber steuerst und kannst entscheiden, was du sagst, was du denkst und auch natürlich, was du letztendlich fühlen möchtest. Und es hängt einzig und allein davon ab, welche Ursachen du setzt. Und da gilt es natürlich darum, das immer wieder zu reflektieren, was denkt es in mir und was löst es aus? Und jetzt hat mein Gegenüber etwas gesagt, okay, was macht diese Situation mit mir und wie fühle ich mich jetzt und so weiter und so fort. Das ist also im Grunde genommen eine permanente Reflexion, die man auch ganz wunderbar für sich tatsächlich installieren kann. Also ich habe das über einen längeren Zeitraum gemacht, weil es mir einfach so wichtig war, dass ich stimmig bin. Also, dass ich stimme mit dem, was ich tue und natürlich auch mit dem, was ich denke in erster Linie, weil das ist ja dann, das Tun ist ja dann erst der nächste Schritt. Also, welche Ursachen setze ich? Und zwar in dem Moment, in dem ich einfach nur hier rumsitze oder, wie sagt Herr Tepperwein immer so schön, wo Sie jetzt da so oder wie Sie jetzt da so dekorativ herumsitzen, produzieren Sie Zukunft. Also, jeder Mensch ist natürlich ein einziges Schwingungsbündel, ein einziges Energiebündel, also verdichtete Energie ist der Körper, der Geist ist feinstofflich und dahingehend ist es eben wichtig zu wissen auch noch, okay, was möchte ich denn in meinem Leben und was die anderen machen, ist dann erstmal sekundär. Dafür bist du nicht zuständig. So, das soll es jetzt erstmal gewesen sein, ihr Lieben. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Gerne natürlich liken, kommentieren und Kanal abonnieren. Ich bin gespannt, was auf diese Legung kommt. Vielleicht magst du ja was schreiben, aber ich finde das gerade echt grandios, weil es eben auch so mit dieser Rauhnacht gerade so korrespondiert. Wahnsinn. Habe ich bei keiner anderen Legung bisher gehabt. Ist also echt mega spannend. Okay, also, dann hoffe ich, dass wir uns in einem weiteren Video bald wiedersehen und sage bis dahin alles Liebe. Namaste.